Uns hat gerade noch eine Eilmeldung erreicht. Besonders interessiert uns die Quantengeometrie. Und jetzt kommt die erste Überraschung. Dass die dunkle Materie unsichtbar, aber da ist. Aber wir wissen, dass es Lücken hat. Vor kurzem hat meine sehr geschätzte Kollegin Susanne, eine theoretische Physikerin, einen tollen Artikel für die Zeit online geschrieben. Darüber, was dunkle Materie sein könnte und auch, warum sie für die Physiker und vielleicht auch für euch da draußen so spannend und auch so mysteriös ist. Und sie hat geschrieben, dass die dunkle Materie unsichtbar, aber da ist. Ich habe den Artikel dann meiner Mama weitergeleitet, weil sie sich immer dafür interessiert, woran ich gerade arbeite. Und kurze Zeit später hat sie geantwortet: Also, man versteht, was da in dem Artikel steht, aber wie die Wissenschaftler die dunkle Materie finden wollen, ist mir ein Rätsel. Und da habe ich mir gedacht, liebe Mama und alle da draußen, ich erkläre euch einfach mal, wie mein Team und ich nach dunkler Materie suchen. Da, wie Susanne geschrieben hat, die dunkle Materie ja unsichtbar ist, ist dieses Wie gar nicht so einfach zu beantworten. Und zunächst sei gesagt, wir wissen, dass es dunkle Materie gibt. Wir haben sie nur im Labor noch nicht nachgewiesen. Wie sich mein Team und ich diesem Wie nähern, ist, dass wir versuchen, die dunkle Materie im Labor selbst zu erzeugen und nicht wie andere ins Weltall zu gucken oder tief unter der Erde auf seltene Reaktionen zu warten. Wir arbeiten dafür am Experiment Bell 2, am riesigen Teilchenbeschleuniger Superkeck B in Japan. Dort kollidieren wir Elektronen und Positronen mit einer festen Energie aufeinander und messen dann in unserem Detektor, was nach diesen Kollisionen übrig bleibt. Und dieses Was kann zunächst einmal alles sein. Ich erzähle euch jetzt drei Tricks, mit denen wir versuchen, die dunkle Materie in unserem Experiment zu finden. Und wichtig für alle Tricks ist, dass nach Einsteins E gleich mc Quadrat wir Energie, also in unserem Fall die Bewegungsenergie von Elektronen und Positronen, in Materie und vielleicht ja auch dunkle Materie umwandeln können. Da wir dunkle Materie im Labor aber ja noch nicht gefunden haben, muss diese Umwandlung ein sehr, sehr seltener Vorgang sein. Denn sonst hätten wir die dunkle Materie hier ja schon gefunden. Kommen wir zu Trick 1. Wie schon gesagt, kollidieren wir Elektronen und Positronen mit einer festen Energie aufeinander. Und wir wissen auch, dass Energieerhaltung gilt, dass also Energie nur in etwas anderes umgewandelt werden kann und nicht verschwindet. Wir produzieren aber Millionen dieser Kollisionen pro Sekunde und müssen für jede dieser Kollisionen messen, wie viel Energie und Materie am Ende auch wirklich rausgekommen ist. Fehlende Energie, also weniger Energie am Ende, als wir am Anfang reingesteckt haben, ist hierbei ein klarer Hinweis, dass wir etwas übersehen haben. Vielleicht dunkle Materie, die unseren Detektor verlassen hat, ohne eine Spur zu hinterlassen. Vielleicht müssen wir die dunkle Materie auch anders suchen, wie zum Beispiel mit Trick 2. Wie schon bei Trick 1 versuchen wir, die dunkle Materie in Kollisionen selbst zu erzeugen. Aber anders als bei Trick 1 verlässt die dunkle Materie unseren Detektor vielleicht gar nicht, sondern sie ist so instabil, dass sie nach kürzester Zeit zerfällt. Wir suchen also nach verräterischen Hinweisen, wie zum Beispiel nach zwei Spuren, die offenbar aus dem Nichts aus diesem Zerfall auftauchen. Und wie schon bei Trick 1 hätten wir einen Kandidaten für dunkle Materie indirekt nachgewiesen. Vielleicht versteckt sich dunkle Materie auch noch besser, aber auch dafür haben wir Ideen, wie zum Beispiel Trick 3. Theoretische Physikerinnen wie Susanne, die ihr schon vom Zeit-Online-Artikel vom Anfang kennt, können vorhersagen, wie sich die Kollisionen selbst ganz leicht ändern, wenn sich dunkle Materie in ihnen versteckt. Anders als bei Trick 1, wo die dunkle Materie dem Detektor entkommt, oder bei Trick 2, wo sie sich durch verräterische Spuren aus dem Nichts zeigt, würde sie sich also in ganz, ganz kleinen Ungereimtheiten unserer Messungen zeigen. Diese drei Tricks sind nur drei von ganz vielen, die wir an Teilchenbeschleunigern rund um die Welt jeden Tag anwenden, um dunkle Materie zu finden. Denn dass es dunkle Materie gibt, wissen wir. Und meiner Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir sie auch im Labor nachgewiesen haben. Mein Name ist Torben Färber. Ich bin Wissenschaftler am DESY und ich freue mich auf eure Fragen. Folgt einfach diesem Link, wenn ihr mehr erfahren wollt. Und Mama, wir telefonieren einfach am Wochenende, wenn es noch Fragen gibt.